Und damit einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Arwen von Beef Freimann und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. So, wir fangen hier sofort an mit dem Kumpel. Aber sowas von. Und go! Mega geil. Der Schrei ist echt der Hammer. Und ich habe einen Namen für ihn. Der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen. Schreibt mal rein, wenn ihr wisst, wozu dieser Name, warum dieser Name. Ich bin wirklich gespannt. Als Tipp ist es eine Serie. Es kommt in einer Serie vor. Eine sehr beliebte Comedy-Serie. Okay, mein Freund. Du hast dich ja jetzt. Jetzt habe ich dich endlich hier und ich behalte dich jetzt auch. Also ich werde dich jetzt nicht wieder wegsetzen. Die Kumpels sind hier. Alles klar, perfekt. So, wir wollten noch ein weiteres Hotel bauen in der letzten Folge. Wollen wir das gleich hier direkt daneben setzen, damit die Leute alle gleich hier fressen werden können, wenn die ausbrechen? Finde ich eigentlich ganz gut. Hauen wir gleich mal daneben das Hotel. Zack. Oh, das ist relativ groß sogar. Ich habe gar nicht so groß in Erinnerung. Kriege ich das hier noch dran? Außerhalb des bebaubaren Bereichs. Wo ist denn der bebaubare Bereich? Ich sehe hier gerade nicht so richtig, wo der bebaubare Bereich endet. Wo endet denn der bebaubare Bereich? Moment, wir können das hier. Ah, hier ist der bebaubare Bereich. Ah, da passt das da nicht hin? Doch, jetzt sehe ich den bebaubaren Bereich. Warum habe ich den eben nicht gesehen? Terrainbeschränkung. Ah, das ist. Oh! Bim-bim. Hin hier. Toter Dinosaurier. Was für ein Dino ist denn tot? Ah, hier ist ein Dino tot. Warum bist denn du tot? An Altersschwäche gestorben. Okay, du frisst den. Kannibalismus. Okay, interessant. Unterwegs, um Produkte ja. Einzusammeln. Hol ihn mal ab und wir müssen sofort einen neuen machen. Die Kumpel sind nicht gut drauf zu sprechen, wenn die zu wenige sind. Alpinmuster, ja, lassen wir mal. Was hatten wir denn hier? Besonders effizientes Blut hatten wir nämlich noch nicht. Sehr schön, dann wenden wir das nämlich jetzt auch an. Haben wir noch hier 17,5% ist hier das Beste. Okay, perfekt. Was haben wir hier nochmal? Hier haben wir auch schon das besonders effiziente Blut, wa? Ja, haben wir. Okay, Lebensfähigkeit ist nur noch bei 17%. Nee. Nee. Also wir haben plus 60 zwar, aber das können wir nicht machen. So, dann haben wir jetzt hier nur noch 17,5. Dann kommen wir auf 85%. Ja, ja, okay, wir wenden das an. Das ist zu tief. Das ist zu tief. Brut ihn aus. Der kostet eine Million, der Kumpel. Alter Vater. Naja gut, wir haben ja zum Glück das Geld. So, ist der mit dem Weg hier angeboten? Ja, der ist mit dem Weg angeboten. Das ist doch sehr gut. Kein Umspannwerk. Das heißt, er hat keinen Strom. Alles klar. Umspannwerk. Wir könnten das hier hinsetzen, hier hinten hinsetzen, aber eigentlich. Ich kann hier eh nichts bauen. Also, das war, ich sehe eh das einzige Gebäude. Komm, was soll's. Wir setzen dich jetzt einfach dahin. Ist alles cool. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist denn hier überhaupt Strom? Strom ist hier hinten. Wir führen das jetzt einfach mal hier rüber. Dahin. Okay, sehr gut. Damit hat das Strom hier unten. Alles cool. Hammett Entwicklungslabor. Ist nicht geschlüpft. Willst du mich ver... Insel freigeschaltet. Isla Perna. Sehr schön. Nice, 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 nice. Schmale Insel. Planen Sie Ihre... Oh, das ist Isla Perna. Wenn eine Insel störrisch sein könnte, würde dieser kleine Haufen Vulkangestein den Vogel abschießen. Und ich hoffe, Sie mögen Regen. Denn davon werden Sie hier genug zu sehen bekommen. Na toll.
Planen Sie Ihre Anlage aufgrund des engen Platzes auf dieser kleinen Insel mit Bedacht. Okay. Bauen Sie Betonzäune, um sicherzustellen, dass die riesigen Raubtiere in dieser Anlage sicher verwahrt sind. Ich habe noch keine Betonzäune. Teure Stromerzeugung. Okay, bereiten Sie den erhöhten Strombedarf. Na, ich bleibe auf jeden Fall noch hier, das ist klar. So. Hat der nicht Erfolgsrate, Erfolgsrate? Doch, er hat definitiv die erhöhte Erfolgsrate. Also, der hat plus 60, der ist bei plus 85 eigentlich. Wie kann bei 15% sowas schief gehen? Das ist immer wieder. Futter. Ja, ist hier. Okay, ich verstehe. Ja, mach weg. Der Ranger-Team. Der Ranger-Team. Wir haben hier kein Futter mehr. Füll da auch mal auf. Ach, wenn du schon mal hier oben bist, mach da auch nochmal. Mich nervt das hier jetzt aber so langsam, dass hier permanent das Futter alle ist. Ich werde jetzt hier einfach noch. Nur eine zweite hin. Ich setze hier einfach noch eine hin. Das ist gut. Dann passt das wieder. So, es ist noch eine weitere Futterstation weg. Ja, Moment. Ranger Team 1 füllt gerade auf. So, Ranger Team 2. Das ist wahrscheinlich hier unten, oder? Hier. Beide weg. Okay. Da bitte und da bitte. Und da ist auch weg. Also sehr gut, dass ich ein zweites Ranger Team habe. Das findet man im Lehrbuch unter Abliefern. Läuft. Wie geht's denn ihm hier? Ah, ist okay. Ist okay. Weil es regnet gerade. Muss mal ganz schnell schauen. Er hier oben. Wie geht's dir? Geborgenheit ist gut. Okay, das ist sehr gut. Alter. Er ist beeindruckend. Er ist einfach beeindruckend. Alter Vater. Du bist echt nice, mein Freund. Du bist wirklich nice. So, Aufträge. Aufträge. Neuen Auftrag anfordern. Natürlich von dich. Von dir. Mein Rat? Nehmen Sie den Auftrag an. Ja, das denke ich doch, dass wir das hinbekommen. Wenn Sie das vermasseln, muss ich aufräumen. Wie wäre es also, wenn wir schön auf unsere Gäste aufpassen? Es sollte eigentlich nicht schief gehen. Also aktuell sieht das eigentlich alles soweit ganz gut aus. So, können wir eigentlich noch? Nee, erforschen konnten wir nichts mehr. Aber wir haben hier noch definitiv die Möglichkeit, Expeditionen zu fahren. Ich schau mal ganz kurz, wo brauchen wir denn dringend Expeditionsgeschichten? So, wir haben, was ist denn noch nicht lebensfähig? Noch, also wir haben noch keinen Diplo, den sollten wir vielleicht auch jetzt demnächst mal noch herstellen. Ein Maya Saura und ein Cinatosaurus. Okay, Maya und Cina. Okay, wir gucken mal, dass wir die beiden erstmal kriegen. So, hier war er, genau. Keiner der beiden dabei, hier auch nicht. Hier ist Cina. Nur Cina, das ist gut, das nehmen wir dann auch gleich mal. So, haben wir. Hier hatten irgendwo Maya. Ich bin mir relativ sicher, dass wir diesen Maya-Tinosaurus irgendwo alleine einstellen. Hier ist er. Maya Saura, genau. Und da nochmal bitte. Danke. So. Den Diplo. Es ist jetzt die Frage, hauen wir den hier unten noch mit rein? Hauen wir den dieses Gehege hier noch mit rein? Wie sind denn jetzt hier drin? Hier sind schon 4 Stück drin. Das ist schon relativ viel. Bestandstechnisch hat er jetzt aber hier kein Problem. Er geht gerade wieder runter, weil er schon wieder Grasland nicht hat. Jetzt kommt er wieder in ein Gebiet, wo wieder Grasland ist. Naja gut. Bestand ist aber in Ordnung. Also der kann noch mehr vertragen hier. Dann komm, wir haben ein Diplo haben wir noch nicht. Dann gucken wir uns den mal an. Alpinenmuster, Wüstenmuster. Wir nehmen das Wüstenmuster. So, ich muss eigentlich hier unten das besonders effiziente Blut nehmen. Ja, ist aber noch okay. 42 ist alles noch in Ordnung. Ah, okay. 42 ist ja alles kein Thema, weil wir haben ja hier genügend. So. Haben wir jetzt eigentlich. Wir müssten jetzt eigentlich alle. Wenn der draußen ist, müssten wir eigentlich alles haben, ne? Also erstmal, was so geht. Alter, habt ihr das gehört?
Bis hier runter hört man den Kumpel. Meine Fresse. So, raus mit dir. Was zum... Ernst? Warum sollte irgendjemand die Unterhaltung sabotieren wollen? Wir sind unerfreut, einen der Arniches in Tarnbegraben heißen zu dürfen. Fuck, Alter. Kommt auf die Liste. Kein Problem. Kein Problem. Aufgabe erhalten. Legt weitere Aufgabe fest. Gut, Leute. Das kann interessant werden. Ich hoffe, der T-Rex bleibt drin. Ich hätte das Ranger-Team wieder von unten hochholen müssen. Das wäre besser gewesen. Wo sind denn die scheiß Schutzräume? Verdammt, genau. Ich kann die Schutzräume. Wo sind die? Wo habe ich denn die hingebaut? Wo ist der Schutzraum? Ich habe einen, das weiß ich. Ich weiß nur nicht wo. Hier vielleicht. Alle Schutzräume öffnen bitte. Oh, zum Kampf. Ach, der Diplo hinten auch? Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay, jetzt haben wir mal richtig Action. Hier hinten ist auch offen. Wo war denn hier das Tor? Da. Okay, Sabotage ist beseitigt. Okay, jetzt, ja, hast du ein bisschen zu tun hier, würde ich mal sagen. Alter. Ja, toter Dinosaurier. Ist der T-Rex auch draußen? Wo ist denn der T-Rex? Fuck, Alter, wo ist denn der... Mann, mach weg. Wo ist der T-Rex? Da ist er. Big Fudge. Ich will ihn jetzt einfach beobachten. Tut mir leid, aber ich will jetzt einfach wissen, was er macht. Haben sie die Tore aufgemacht, die Alter, okay. Der ist tot, der T-Rex hat ihn einfach gefressen. Alles klar. Du darfst nicht sterben, mein Freund. Weniger als 5 Gäste durch Fleischfresser gestorben. Ja, das ist nicht passiert. Scheiße. Karl ist ja auch draußen. Die sind alle draußen, Alter. Das ist so bitter. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Das kostet mich richtig Geld und Zeit jetzt, diese Scheiße hier. Aufgabe hinzufügen, Karl. Wo läufst du hin, Karl? Hier liegen tote Leute. Ich hab schon wieder... Wo ist Big Fudge schon wieder? Den habe ich gerade gehört. Wo ist... Da ist Big Fudge. Big Fudge läuft immer noch rum. Finde ich gut. Wir haben hier... Moment. Wir können hier Transporthubschrauber, glaube ich, erstmal setzen. Hol dir mal hier rein. Was ist denn das für einer gewesen überhaupt? Was war denn das? Was holen wir denn jetzt hier raus? Ein Dinosaurus war das, ne? Ja. Okay, wie viel rennen hier noch rum? Karl rennt noch rum, okay. Big Fudge ist aber auch durch. Big Fudge ist durch, okay. Big Fudge hier wieder rein. So, oh Gott, wo war noch einer? Wo ist noch einer betäubt? Hier unten. Ein Dilo ist hier unten noch betäubt, okay. Sabotage, diese Dreckskinder, ey. So, Dilophosaurier. Hierhin bitte. Alter!
Es ist nicht meine Art, andere auf ihre Fehler hinzuweisen. Aber sie müssen die Zustände hier auf der Insel unbedingt verbessern. Ja, nur bleib doch mal ganz ruhig. Ich muss jetzt hier erstmal... Wir können halt nicht mehr Aufgaben hinzufügen. Gibt's noch... Ist hier ansonsten... Naja, die sind alle tot. Oh, alle drei sind tot. Okay, das ist natürlich richtig mies. Brutkasten, Deinoschos ausbrüten, Dino ausbrüten, Genmodifikation, ich möchte den gerne in einer anderen Farbe haben, in der hier, ausbrüten, so die beiden erstmal wieder haben. So, Big Fudge ist hier unten, ist sonst noch irgendwo, wo ist denn Karl? Karl ist tot, kann das sein? Alter. Die hier unten sind aber nicht ausgebrochen. Ne, die sind nicht ausgebüxt. Ranger-Team. Ja, ich sehe hier gerade... Nachschubanfrage bestätigt. Anfrage bestätigt. Ranger-Team 2. Los. Was ist los hiermit? Ranger Team 2, Aufgabe hinzufügen. Achso, ich hab das... Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Füll die mal auf. Dann gehen wir kurz hier hoch. Ist hier oben noch irgendwas, was nicht aufgefüllt war? Bestätige Aufgabe. Ja, im Prinzip hier. Eine weitere Aufgabe fest. Rennt hier noch irgendwo ein verdammter Dino rum? Big Fudge ist immer noch nicht... Ah ne, es ist Karl der Zweite hier. Ah, verdammt, das ist Karl der Zweite. Jetzt. Transportteam, dich bitte. Hier rein, okay. Karl lebt noch, das ist gut. Die Lophosaurier, die brauchen wir auch jetzt auf jeden Fall. Wo sind sie? Da oben. Ausbrüten. Ist mir jetzt egal, wir brüten hier einfach aus. So, okay. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch welche. So, Schutzräume. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen. Ja, tut uns leid, dass ihr gefressen worden seid. Sorry. Alter. So, rennt jetzt hier draußen noch irgendwo was rum? Nein, aber hier unten ist noch etwas, was abtransportiert werden muss. Ein Dilophosaurier muss hier unten noch abtransportiert werden. Na, dann hau die mal da oben rein. Ist hier ansonsten noch irgendwo? Er hat es ganz schön weit geschafft hier unten. So, hier ist alles cool, oder? Ja, hier sieht es ganz gut aus. Ja, es ist halt einer von den beiden hat sabotiert. Okay, hier ist... Okay, keine Dinos mehr. Aber zeig mir mal nur die Dinos an. Okay, aber ihr seid alle im Gehege, das ist alles gut. Du bist noch außerhalb, du wirst abtransportiert. Oh, okay, das war's. Ja, das war's. Meine Güte. Meine Güte. Produkt unterwegs. So. Wie viele Dinos haben wir hier drinne? Hier. Den hier. Truck lebt noch. Es lebt nur noch Truck. Tick und Tack und Trixie sind alle tot. Leck mich doch. So, das hier hinten waren ja eigentlich nur zwei, ne? Er wird aber auch wieder einer nachgesetzt. Bernhard und Bianca. Ja, genau. So. Ich werde jetzt hier mal... Kann ich das eigentlich abbrechen? Nee. Na gut, dann hole ich jetzt... Die haben doch beide überlebt. Das sehe ich jetzt erst. Okay, wo bist du? Hier. Du drehst gleich am Rad. Ehrlich gesagt... Bist du mir jetzt schon... Du bist mir jetzt schon ein Dorn im Auge. Weil du wirst gleich am Rad drehen. Ich weiß nicht, ob die hier rechtzeitig fertig werden. Ich betäub dich lieber mal. Alter. Der richtige Stress hier. Scheiß Sabotage, Alter. Das wäre ihr Bröt, mein Freund. Das ist immer wieder beeindruckend. Also wie weit man das hört, ey.
So, dann bist du jetzt wieder Tick. Der Zweite. Okay. Tick, der Zweite. Klack. Truck ist gerade noch da. So, und Tack kommt jetzt. Komm raus, Tack. Ui, siehst aber hübsch aus. Siehst wirklich hübsch aus. Toter Dinosaurier. Was ist denn jetzt schon wieder gestorben? Mann, geht ihr mir auf den Sack. Okay, Tack. Der Zweite. Und dann fehlt bloß noch Trixie. Nein, Alter! Du Grau! Unterwegs, um Produkt abzuholen. Fick dich doch! Hat der Truck getötet. Meine Fresse. So, ich mache jetzt Bilder so. Ausbrüten. Ausbrüten. Ja, leck mich doch. Jetzt regnet es auch noch. Nee, nicht verkaufen. Entschuldigung. So, bitte. Nee, dahin, dahin. Oh, meine Fresse. So, dich brauchen wir noch. Und wir hatten hier hinten ihn, ja. Alter! Okay, hier sind zwei. Lass sie. Ja, macht er hintereinander. Okay, lass sie raus. Lois Namesfähiges Genom, sehr schön. So, wir haben mir denn hier unten noch irgendwo mal ein Diplo in Aufgabe gegeben. Hier, ne? Der ist doch bestimmt fertig mittlerweile. Ist er auch. Dinosaurier freilassen, bitte. Top Arbeit. Ich glaube, ich könnte das Ding hier nicht besser machen. Das Ding. Sag kein Ding. Das ist ein Lebewesen. Sehr schön. Okay, das sieht cool aus. Schönes Bullen, schön tief. Nicht schlecht. Not bad, not bad. Diplodocus klingt lustig, oder? Diplodocus. Also der Name. Diplodocus, macht Spaß, das zu sagen. Schafft er es so hier mit Grasland noch ins Plus zu kommen oder bleibt er hier im Minus? Er läuft hier lang. Er schafft es ins Plus. Okay, sehr gut. Okay, sehr schön. Fossilien, haben wir wieder neue. Überall glückliche Gesichter. Gute Arbeit. Naja. So glücklich waren die nicht alle. Die wurden ja dann doch gefressen. So. Dann machen wir jetzt erstmal die DNA abholen. Okay. Die Dilophos sind bestimmt auch draußen hier hinten. So, seid ihr fertig? Dammit. Dammit, 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 dammit. Ausbrüten. So, wie geht's den beiden hier? Was haben wir hier? Wir haben Tick der Zweite und wir haben Tack der Zweite. Ja, ja, ja. Tick und Tack haben wir. Dann brauchen wir also Trick und Trixie. Die jetzt hier hoffentlich bald rauskommen. So. Hier drüben hatte ich... Ah ne, die sind auch draußen, wa? Die sind draußen mittlerweile. Ja, die habe ich ja schon rausgelassen. Wie geht's euch so? Oh, sozial, alles cool. Euch geht's gut. Oh, perfekt. Super. Ihr habt erstmal keine Probleme.
Karl, dir jetzt auch gut. Läuft. So, Big Fudge. Der kämpft schon wieder. Fotografieren Sie einen Saurier der Jagd. Okay, ja, würde ich am liebsten machen, aber ehrlich gesagt, ich habe zu viel anderes Zeug zu tun. Was ist denn das hier? Führen Sie eine erfolgreiche nach... Mach weg. Neuen Auftrag? Ja, wir sind noch nicht... Was ist los hier? Ja, ja, kann ich einen neuen Auftrag annehmen? Danke. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Eines großen Pflanzenfressers. Ist die Frage, was ist ich groß? Ich will, dass Sie mir sagen, wenn Sie etwas finden. Wenn Sie es mir nicht sagen, finde ich es trotzdem heraus. Ihre Entscheidung. Treffen Sie die richtige. Ich kann sagen, was ihr wollt. Diesen Cabot Fitcher, den kann ich überhaupt nicht ab. Na, Kumpel? So, du bist Truck der Zweite. Truck der Zweite. Go. Ich hab bloß noch Trixie. So. Die Gelegenheit ist da. Nutzen Sie sie. Eigentlich will ich von dir gar nichts annehmen. Ehrlich gesagt. Eigentlich brauche ich dich nicht. Ich will von dir nichts haben. Ich hätte gerne... weniger als eine Minute. Okay. Dino tot? Was, wenn Dino ist tot? Ich glaube, das alles cool. Ah, hier oben ist einer gestorben. Der wird an Altersschwäche gestorben sein. Ja, der Kumpel ist an Altersschwäche gestorben. Hm, okay. Drum transportiert ihn bitte mal ab. So, aber ehrlich gesagt, sozialtechnisch passt das. Wie viel sind. Ihr seid ja immer noch zu zweit, ne? Nee, ihr seid nicht mehr zu zweit. Doch, ihr seid immer noch zu zweit. Ja, zwei reichen. Reichen wirklich. Ich brauch... Das muss sozial jetzt nicht sein. So, wie viel haben wir denn hier drin? Wir haben hier zwei von, dann haben wir hier von zwei von und hier von zwei. Okay, das Gehege ist relativ klein. Dann gucken wir hier nochmal. Dem geht's wunderbar. Dem geht's auch wunderbar. Euch geht's auch wunderbar. Denn fehlt uns eigentlich nur noch ein Ankylo. Ankylo haben wir noch nicht. Den werden wir jetzt einfach ausbrüten. Ankylosaurier. Der war auf jeden Fall auch ein Einzelgänger. Oh, wir haben hier gar nichts. Okay, krass. Können wir hier... Oh, nee, 17% scheint hier das Beste zu sein. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Haben wir hier noch mehr Möglichkeiten? Nee, haben wir nicht, ne? Ist ja auch mehr oder weniger immer dasselbe. Okay. Gut, dann ein Ankylo bitte ausbrüten. Weil den haben wir noch nicht. Und wir haben noch. Ne, warte mal, wir haben noch keinen Para. Wir bieten hier, machen wir den Ankylo. Und. Ah, Moment, ich muss mir gerade überlegen, wie ich das mache. Neuen Auftrag erstmal anfordern. Hier, Kumpel. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Achso, ich brauchte einen großen Dinosaurier, ne? Nach. Ja. Okay. Einen großen. Der zählt wahrscheinlich nicht als groß. Diplo auf jeden Fall zählt definitiv nicht als groß. Dum, 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 dum. Paracord. Wo war denn hier der Brachiosaurus? Wo war denn das? Tora. Diplo ist hier mit bei und der Brachio. Also hier sind eigentlich zwei groß und hier ist auch nochmal Diplo. Komm, wir gehen hier hin und hier hin, damit wir diese Aufgabe abschließen können. Schließen Sie mehrere Expeditionen ab. Okay, dann ist im Prinzip beides abgeschlossen. Mal gucken, ob ich den auf voll kriege hier, den Bengel. Und bauen wir hier unten ein neues Gehege hin. Was haben wir denn... Wir gucken nochmal ganz kurz. So, also wir haben, den haben wir, einen Dracorex haben wir, Dilophosaurier haben wir, Cerato haben wir, Ankylo haben wir, Triceratops haben wir, wir haben keine Velociraptoren, wir haben den Edmonto haben wir nicht.
Den auch nicht. Den auch nicht. Also im Prinzip, die vier haben wir nicht bis jetzt. Und die unten sind auch noch welche. Die Bären haben wir auch noch nicht. So, okay, Raptoren haben wir auch nicht. Wir müssen... Mann, Sie wissen, wie man eine Show abzieht. Ist verdächtig. Ist verdächtig. Ja, ist klar. Ich werde doch, warte mal, ich werde hier unten... T-Rex hat man ihn wieder. Schön gehört. Mit Strom oder... Ne, wir machen erstmal ohne Strom. Wir nehmen schweren Stahlzaun. Wo ist hier? Hier hinten ist die Grenze. Okay. Ich werde hier erstmal so ein bisschen bauen. Es wird nicht sehr groß werden, dieses Gehege jetzt. Ich möchte hier im Prinzip eigentlich nur die Raptoren drin haben. Das reicht vom Platz her erstmal so weit, wie wir das jetzt hier gerade haben, aus. Okay, mal gucken. Ja, das reicht vom Platz her. Wir werden einfach drei oder vier Raptoren mehr werden wir nicht machen. Wo ist... Hier. So, okay. Dann werden wir hier natürlich sofort... Ach, sofort vielleicht nicht. Ne, Moment. Wir müssen erstmal gucken, wo wir zu den Fossilien. Glauben Sie, das hier wäre Raketenwissenschaft? Falsch. Das hier ist komplizierter. Paläontologie trifft auf Genmanipulation und DNA-Hacking. Verbessern Sie Ihren Ruf. Hey, wie ich höre, war die Expedition. Beide Aufgaben durch. Sehr gut. Okay, der ist voll. Der ist komplett voll, oder? Ja, der ist... Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Ja, der ist komplett voll. Den haben wir Maximum. Gut, dann werden wir jetzt ein bisschen... hin und her switchen wieder. Wir haben da ein Angebot, lassen Sie ein Diplosaurier mit... mal ansehen sollen. Er hatte der Zähnemodifikation frei. Das finde ich schon wieder kacke, diesen Auftrag. Naja, okay. Dann für die Gäste. Moment, das ist ja hier gewesen. Genau. Dann müssen wir gucken, dass die hier reingucken können. So, jetzt müssen wir nochmal gerade schauen. Wie haben die das Beste, den besten Übersicht? Eigentlich hätten die hier die beste Übersicht. Ja, hier würden sie richtig viel sehen von den Kumpels. Ja, deshalb setze ich den auch hier hin. Oder besser gesagt, den setze ich hier in der nächsten Folge hin. Wir sind schon wieder am Ende. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Wie immer, schaut unten in die Videobeschreibung rein. Da sind die Links von anderen Projekten, auch von unserem Twitch-Partner, dem Frott1K, mit bei. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Kommi, Like, Daumen, wie ihr wisst, freuen wir uns riesig drüber. Natürlich auch über ein Abo, logischerweise. Und dann, ja. Gehabt euch wohl. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye.